Okay, jetzt bitte ich Angela da vorne. Sie möchte uns gerne noch was zum Bereich Politik sagen, politisches Geschehen in der Welt. Putin, bitte. Hallo, Braunschweig. Ich möchte erstmal noch was, bevor ich hier zu Putin komme, was anderes erzählen. Die eine Sache ist die PKW-Maut. Unsere liebe Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ja mal gesagt, mit mir wird es keine Maut geben. Nach wie vor wissen wir, was wir von ihren Aussagen zu halten zu haben. Die Maut kommt. Doch warum kommt die Maut? Die Maut soll Einnahmen bringen von 700 Millionen Euro. Dafür bekommt eine private Firma, um jetzt dieses System zu installieren, knapp 400 Millionen Euro. Also bringt diese PKW-Maut, weil sie soll auch diese ganzen Kosten haben mit diesen ganzen Anlagen, 300 Millionen Euro im Jahr. Glaubt ihr wirklich, dass für 300 Millionen Euro im Jahr so ein Aufwand betrieben wird? Nein. Wie ihr es mitbekommen habt, sollen alle Deutschen oder alle, die hier ein PKW in Deutschland angemeldet haben, automatisch wird das verrechnet mit der Kfz-Steuer. Jeder bekommt seinen Pickel. Und was ist das Pickel? Das ist kein Aufkleber für die Windschutzscheibe, sondern euer Kennzeichen ist eure Autobahnvignette. Euer Kennzeichen deswegen, weil immer, wenn ihr auf die Autobahn fährt, über die Verkehrsüberwachungsanlagen, werden nun dann vollkommen legal eure Kennzeichen ausgelesen. Glaubt ihr wirklich, dass das wegen der Maut ist? Nein. Es ist ein weiterer Schritt in die Überwachung der Menschheit. Die Überwachung und Bewegungsprofile hier zu erstellen, wer fährt wohin. Und diese Maut, die dient nicht dazu, von Ausländern ein paar Euro abzukassieren, sondern sie dient ausschließlich dazu, um alle Deutschen zu überwachen. Dann möchte ich euch noch was erzählen aus, ja, sehr zuverlässiger Quelle. Ich nenne sie jetzt nicht. Und zwar, es gibt eine Behörde in Deutschland, die hat ein Internet, IT-Verfahren entwickelt. Und dieses IT-Verfahren ist für Bundesbehörden kostenlos und für die Landesbehörden kostet es ein Appel und ein Ei. Dieses Verfahren ist ausgereift, dieses Verfahren funktioniert und dieses Verfahren beinhaltet alle Komponenten, die man benötigt, um seinem Auftrag nachzukommen. Es ist ein gutes Verfahren. Und es dient der Informationssicherheit. So, soweit so gut. Soweit so schlecht ist, dass dieses Verfahren wird jetzt, nächstes Jahr, eingestellt. Es wird nicht weiterentwickelt. Es wird kein Fortsetzungstool geben. Dafür sind aber die privaten Internetfirmen, IT-Entwicklungsfirmen jetzt aufgerufen, ein neues Tool zu entwickeln, was die Daten aus dem alten übernimmt. Und dieses neue Tool wird dann, ihr werdet es kaum glauben, es wird kostenpflichtig für Bundesbehörden. Die Bundesbehörden bezahlen dann Lizenzen dafür. Geht es noch unsinniger, ein reguläres Verfahren, was vom Staat entwickelt wurde, abzuschaffen, zugunsten privater Firmen, damit die dann Lizenzgebühren, nämlich Steuergelder, kassieren können? Ich weiß nicht. Also ich finde es blödsinnig. Aber so geschieht das überall. Das nennt sich Privatisierung. Und diese Privatisierung ist nichts anderes als eine Enteignung. Diese Enteignung sehen wir überall, wo Energiefirmen oder staatliche Energiebetriebe privatisiert werden, wo Wasserwerke privatisiert werden, so wie es mal war mit dem Eigentum der DDR, DDR-Volksvermögen, was auch enteignet und privatisiert wurde und so weiter. Es geht darum, dass sämtliche Staatsvermögen, Landesvermögen in private Hände abfließt. Das ist ein Ausverkauf der Bundesrepublik Deutschland. Und dazu sage ich ganz klar, nein, wehrt euch.